Damit hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Clash Royale von mir, Titan Productions. Ja, heute werden wir einfach ein bisschen ein paar Public Games machen, ein bisschen das königliche Turnier spielen und dann hoffentlich ein paar Verbesserungen an unserem Deck vornehmen. Ja, um auf dem Laufenden zu bleiben, könnt ihr wegen meiner kostenlosen Abonnement da lassen und das Video liken, wenn es euch gefallen hat. Gehen wir mit unserem No-Damage-Deck rein, ja, oder? Ja, wir gehen mit unserem No-Damage-Deck rein. So, ich muss mich hier gerade relativ doll konzentrieren, weil die Challenge schon High Rewards hat, also große Belohnung. Dann sehen wir uns hoffentlich nachher wieder. Haust rein. Er kriegt jetzt hier viel zu viel Damage mit seinem Miner. Ich würde sagen, das müssen wir aber kurz hinnehmen. Der war echt nicht schlecht. So. Wie spielen wir das Ganze jetzt? Boah, ich muss jetzt hier aufpassen. Gleich kommt aber der Miner. Ich weiß gar nicht, wie viel Damage die Rocket macht. Macht die genug? Oh mein Gott, okay, ja, dann GG, ganz ehrlich. Dann gut gespielt. Geht jetzt so rein, ist in Ordnung. Soll er ruhig machen. Sollte nämlich jetzt hier keinen Hit bekommen. Probiert das jetzt hier abzuwehren. Aber seine Truppen sind halt nicht mehr auf dem richtigen Level. Dementsprechend wird es auf jeden Fall schon schwer für ihn. Macht, passiert jetzt noch gar nichts. Gift kommt jetzt. Cool, wenn der Eis mal das holen würde. So, jetzt haben wir es auf zwei Seiten gesplittet, so ein bisschen. Dann machen wir es erstmal so. Greifen wir auf der anderen Seite einfach mal so an. Er muss den Friedhof auf jeden Fall verteidigen. Aber weil er das nicht macht, haben wir das Game gewonnen. Let's go. Oh, meine Ohren. Ich werde auf jeden Fall weiter kämpfen. Weil es einfach so wichtig ist. Ich muss es einfach machen. Ich muss es einfach schaffen. Lass uns ja einfach auslaufen, die Kanone. Babydrache kommen noch rein. Jetzt sieht es aus, als hätte er hier einen Disconnect. Das ist uns aber, ehrlich zu sein, einfach sowas von egal. Wir wollen hier alles erreichen. Der jetzt einen Disconnect hat, juckt keinen. Let's go. Strong von uns. Geil. So, ein Barbarenfass auf seiner Rückseite, dass wir hier nicht den doppelten Damage bekommen. Aber den Mega-Ritter auf jeden Fall töten. Ich hoffe, dass der Barbar jetzt so ein bisschen vorgeht. Sieht aber nicht so aus. Schade. Spielt er hier das Ganze so. Müssen wir jetzt akzeptieren, den Damage. Ein Hit wäre nur... Ja, okay. Ein Hit ist akzeptabel auf jeden Fall. So, und jetzt hier noch ein bisschen auf Arrogant, damit der hier einen Hit bekommt. Das ist natürlich sehr ärgerlich hier mit dem Inferno-Drachen. Sowas, ey. Da kommt unnötig Damage. Get out of my way. Können wir gern machen. Sind jetzt hier schon in der doppelten Elixierphase. Spielen das jetzt hier ganz entspannt. Dass er jetzt hier den Magier angreift, das hätte ich jetzt nicht gedacht, um ehrlich zu sein. Aber... gehen jetzt hier mit einem guten Spell, würde ich sagen. Ja, der war auf jeden Fall gut. Probiert jetzt hier auf der gegnerischen Seite anzugreifen. Ziehen das Ganze jetzt hier so rüber
Da der den Ritter angreift, sollte er hier nicht mehr so viel Damage bekommen. Wir konzentrieren uns hier auf die eine Sache. Und zwar seinen Turm zu holen. Wäre cool, wenn der Babydrache einen Hit bekommt. Bekommt er auch, wie gedacht. Der bekommt hier keinen Hit. Das ist auch gut. So, ich setze jetzt alles hier so, um eine gute Abwehr rauszuholen. So, jetzt muss er das hier so ein bisschen abwehren. Zwar nicht die beste Verteidigung, weil wir jetzt auf beiden Towern extrem viel Damage haben. Oder vielleicht war es ja das Beste. Ich kann es nicht sagen. Auf jeden Fall ziehen wir alles zusammen, um den maximalen Boost so rauszuholen, sag ich mal. Jetzt probiere ich hier irgendwie viel Damage auf beide Sachen zu machen. Ja, ich glaube, es wäre das Klügste, wenn er einsieht, dass er verloren hat. Let's go. Sehr wichtig. Macht jetzt hier ein bisschen Chip Damage. Halten den jetzt hier so ein bisschen im Rennen mit dem Ritter. Müssen jetzt aber auch schauen, das war. Das war nicht schlecht gemacht von ihm. Ich werde jetzt hier einfach mal den Giftzauber spielen. Das war ein sehr schlechtes Barbarenfass. Boah, Alter, wie kriegen wir Damage an seinen Tower, wenn er halt wirklich nicht schlecht spielt immer. Er akzeptiert auf jeden Fall ein bisschen Damage. Das ist bis also gut gewesen für uns auf jeden Fall. Das kann er mit uns sowas von vergessen. Mein Bruder hat sein ganzes Leben lang gefühlt Lockbait gespielt. So kriegt er uns auf jeden Fall nicht. Haben jetzt hier ein bisschen die Übersicht verloren. So, das Spiel ist auf jeden Fall auch nicht schlecht. Pluto, CR, Servus. Ja, gutes Spiel. Leider noch verloren zum Schluss. Das ist schade, dass wir das verloren haben. Der wird jetzt 2 Hits bekommen. Ist aber auch total in Ordnung. Dürfen jetzt halt nicht zu viel Damage kassieren von ihm am Anfang. Ja, lass den durchgehen. Hätte ich an seiner Stelle vielleicht nicht gemacht. Das war schon eigentlich guter Damage. Der Sepp war nicht so gut. Guck mal, pass mal auf, fuck einfach nicht ab, danke. Mann, als ob er es wieder nicht schafft. Wir brauchen den Damage sofort, wollte ich sagen. Der Hit war gerade sehr, sehr, sehr wichtig. Um,
Spiel das jetzt so, dann mache ich das so. Und dann müssen wir seinen Tower haben. Let's go. Oh mein Gott, let's go. Sau wichtig, aber auch so knapp wieder. Ja, ich spiele jetzt hier nicht schlecht. Ich weiß auch, dass ich jetzt hier meinen Friedhof spielen muss. Ah, Mann, Alter. Wie, das war so dumm am Anfang. Das war so dumm. Scheiße. Bei wie viel sind wir jetzt? Bei 3 verloren, 4 verlorenen, oder? Wir brauchen diese 10.000 Gold und eigentlich theoretisch die auch noch. Da müssen wir uns jetzt echt anstrengen. Boah, jetzt muss ich richtig vorsichtig spielen. Oh mein Gott. Scheiße. So, ich denke, da mache ich jetzt mit Clash of Clans weiter. Wenn euch der Teilstream gefallen hat, dann könnt ihr auf jeden Fall ein Follow da lassen oder jetzt auf dem YouTube-Video einen Daumen nach oben. Schreibt in die Kommentare, was ich als nächstes zocken soll. Und ja, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen, haut rein, bis zum nächsten Mal.